Komm schon, Bubble, was machst du da? Komm! Ja, ich komm ja schon. Na Leute, wie cool war mein 3-Punkte-Wurf? Das ist meinem Training zu verdanken. Wenn ich nicht gewesen wäre, hättest du keinen 3-Punkter gemacht. Wenn ich nicht in der Defensive gewesen wäre, dann wären wir besiegt worden, auf jeden Fall. Ja, natürlich, natürlich. Also Leute, ich bin unter der Dusche. Bis später. Ja, bis gleich. Oh, Camille, hast du ein bisschen Duschgel für mich? Hulk, ich hab genug von dir. Wann kaufst du dir mal endlich ein eigenes Duschgel, hä? Dann ist es nicht meine Schuld, dass ich so breit bin und es schnell zu Ende geht. Da kauf nächstes Mal 2 Duschgels, okay? Ja, ja. Mann, bist du geizig. Übrigens, Neuling, warum ziehst du dich nicht um? Camille, er ist nur ein bisschen schüchterner als wir. Sei nicht schüchtern, hier sind nur wir Jungs. Ich bin nicht schüchtern. Ich bin kein Mädchen. Ich bin einfach nicht ins Schwitzen gekommen. Ich sollte wohl gehen. Mädchen, ich möchte sagen, ich bin so froh, dass ich Freundinnen wie euch habe. Ja, ich bin auch sehr froh. Milana, kennst du den Code der beste Freundinnen? Natürlich, Steph. Warum fragst du? Ja, es ist nur so, dass Amina im Moment dagegen verstößt. Was soll das heißen, Steph? Ich mache gar ja, nichts. Ja, Steph, wovon sprichst du? Es ist nur so, dass Amina etwas verbirgt und es uns nicht sagen will. Mädchen, was ich weiß, kann ich euch nicht sagen. Ich habe es versprochen. Verstehst du denn nicht? Ich möchte dich daran erinnern, dass wir uns nach den Regeln des Beste-Freundinnen-Kodex alle unsere Geheimnisse gegenseitig erzählen Amina? Müssen. Okay, Mädels, versprecht einfach, dass ihr es niemandem erzählt. Wir versprechen es. Kurz gesagt, der Neuling ist kein Neuling. Wie? Diana hat sich als Junge verkleidet. Bist du sicher, Amina? Warum sollte sie das tun? Ich habe es selbst gesehen. Sie will einfach nur zurück auf den Campus. Aber sie hat Angst, dass Lehrer Max sie nicht akzeptieren wird. Angie, das ist nicht fair. Du bist gestern einfach so weggelaufen. 3 Tage warten auf das Versprochene. Das gilt auch für das iPhone. Angie, ich hab dir gesagt, dass ich es bestellt habe. Es ist nicht meine Schuld, dass es nicht im Handel erhältlich ist, okay? Es wird in etwa 3 Tagen kommen, okay? Warte einfach. Bis ich das neue iPhone sehe, gibt es keine Küsse für dich. Angie, ich verstehe das nicht. Verstehst du das nicht? Das Gespräch über Küssen ist beendet. Mädchen, wie wäre es, wenn wir jetzt sofort zu Lehrer Max gehen und ihm sagen, dass Diana auf dem Campus ist? Sie soll wieder rausgeschmissen werden. Ihr habt es versprochen. Ja, Steph, wir haben es versprochen. Komm schon, ich habe nur gefragt. Mädchen? Amina, was ist passiert? Mädels, seht mal. Jemand hat das und einen Blumenstrauß in meinen Spind gelegt. Amina, was ein Glück für dich. Das ist das Zauberschloss von My Little Pony. Ich liebe rote Rosen. Wie köstlich sie duften. Mädels, wisst ihr, wer es mir gegeben haben könnte? Es scheint, dass jemand in dich verknallt ist. Mädels, hier ist noch ein Zettel. Lies schnell. Amina, ich mag dich so sehr. Dein heimlicher Verehrer. Darf ich zu meinem Schließfach gehen? Lasst uns von hier verschwinden. Hallo, Kibo. Hallo, Mandy. Hallo. Willst du mit mir ausgehen? Ja, natürlich möchte ich das. Ganz wirklich. Dann musst du eine Sache tun. Oh, Mandy, ich tue 2 Dinge für dich und dann gehst du mit mir auf ein Date, oder? Bubble, du bist am Arsch. Na und? Ja, natürlich. Was muss getan werden? Hier, nimm den Zettel, gib ihn Camille und sag ihm, dass ich um 2 Uhr in der Turnhalle auf ihn warte. Wenn du es vermasselst, bekommst du keine Verabredung. Bubble, ich hab so ein Glück. Ich gehe zu einem Date mit Mandy. Lass mich mal sehen, was hier steht. Ich liebe dich. Kiba, ist dir überhaupt klar, was auf dem Campus passieren wird, wenn Milana das rausfindet? Hey, gib mir den Zettel. Details stehen in der Beschreibung. Wer du hier bist, ist dein Camille oben bei Mandy. Ja, wir haben es selbst gesehen. Was? So etwas gibt es nicht. Wenn ihr es nicht glaubt, geht hoch und ihr seht es selbst, ja?
Oh, hi Angie, wie geht's denn dir? Du bist echt cool. Ich habe etwas nicht verstanden. Nähert ihr euch an? Entspann dich, Angie, du bist nicht unser Typ. Ja, und wem schreibst du so? Puzzle? Schaut ihr? Wir wollten nur wissen, was für ein iPhone du hast, das 11er oder das 12er? Das 12er. Und was kommt als nächstes? Ich dachte an das 13er. Das kommt bestimmt bald von Puzzle. Also raus mit euch, ihr habt doch Androids. Also, sie haben sich nicht geküsst. $100 für mich. Was meinst du, wir haben nicht mal was ausgemacht? Ach, wirklich? Okay, vergiss es. Scheiße, schon wieder eine Störung. Angie, wir müssen reden. Was gibt es mit dir überhaupt zu besprechen? Angie, bist du dumm? Wir müssten reden. Diana? Endlich! Und warum bist du als Mann verkleidet? Komm, ich erkläre dir alles. Hey, schau mal, der Neue macht sich an Angie ran, glaube ich. Oh mein Gott, wir müssen das irgendwie verhindern oder so. Wir rufen einfach Puzzle an, dann wird er sich selbst darum kümmern, okay? Nun, und? Hallo, ich wusste, dass du kommen würdest. Man, ich hab's dir jetzt schon gesagt, ich bin mit Milana zusammen und wir sind glücklich zusammen, okay? Aber mit dir wird's also nicht funktionieren. Warum klammerst du dich an diese Milana? Sie passt doch gar nicht zu dir. Hör zu, lass mich selbst entscheiden, wer zu mir passt und wer nicht, okay? Und lass deine Liebesbriefe weg, die du mir ständig schreibst, ja? Haben wir gestört? Camille, das hätte ich nicht von dir erwartet. Ich glaube, wir haben dich gewarnt, Mandy. Oh, Milana, du kommst gerade rechtzeitig. Ich habe Mandy gerade erklärt, dass sie mich in Ruhe lassen soll, ja? Ja, mit einem Liebesbrief in der Hand. Naja, damit kommst du jetzt nicht mehr durch. Das hier, den hat Mandy geschrieben, okay? Camille, du bist ein Lügner. Du hast mir gerade gesagt, dass du mich magst. Und jetzt versuchst du, dich da rauszuwinden. Mit dir ist alles klar, Camille. Ich habe mich in dir getäuscht. Mandy, wir sprechen uns wieder. Angie, heute ist der zweite Tag, an dem ich versuche, dir zu zeigen, dass ich es Verdammt, bin. Diana, du siehst so sehr wie ein Kerl aus. Danke, ich weiß. Aber warum musst du dich so anziehen? Ich möchte wirklich gerne zurück zur Schule. Aber ich habe Angst, dass Lehrer Max mich nicht zurücknehmen wird. Seit du den Campus verlassen hast, hatte ich keine einzige Freundin mehr. Aber wir sind beste Freundinnen. Uns fällt schon was ein. Schau mal, die umarmen sich bereits. Neuling, nimm die Hände von meiner Freundin. Angie, warum zum Teufel umarmst du ihn? Dylan, man hat dir gesagt, dass Angie mit Puzzle zusammen ist. Oder verstehst du irgendwas daran nicht? Puzzle, du hast alles falsch verstanden. Dylan ist nicht neu. Und schon gar nicht ein Mann. Was? Wie bitte? Ruhe. Was? Was? Dylan ist meine beste Freundin Diana. Wie konntest du meine Freundin nicht erkennen? Was bist du so dumm? Fantastisch. Leute, habt ihr zufällig den neuen Jungen gesehen? Diana, was machst du denn hier? Ich hab dich vom Campus verwiesen. Ich sitze in der Falle. Moment, wenn du nicht Dylan bist, wo ist dann Dylan? Oh, hi Leute, ich bin der Neue. Mein Name ist Dylan. Hat jemand von euch diesen Lehrer Max gesehen? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? Ayy, 12 can't really stop. So I'm still pushing like a mosh pit. Ice dripping, think I'm hot. In a yellow bucket with the mops.